Los! Ich mache jetzt die Begrüßung. Was heißt ich? Ich bin Aglia und heute ist der Karten. Das Kartenmagie da. Und wir danken schon mal für den letzten Zuschauer. Und ich setze mich jetzt auch hier und mache mal die Begrüßung. Und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um die Millionenshow. Wir machen sie zusammen, natürlich keine echte Millionenshow. Die auf dem Handy natürlich. Und ja, wir können jetzt eigentlich starten mit dem neuen Spiel. So. Welche Tageszeit hat Gold im Mund? Morgenstund, Mittagsstund, Abendstund, Nachtstund. Der Zuschauer kann mich noch einmal, also statt dem ist eh noch ein Zuschauer, okay? Also, welche Tageszeit hat Gold im Mund? Habt ihr irgendeine Idee? Nachtstund, sag ich jetzt mal, ne, oder? Abendstund ohne Mittagsstund. Ja, okay, eigentlich ist alles 50-50. Dann machen wir mal den Anruf, Joker. Na, lass noch. Mach 50-50. Na, frag doch. Okay, wir lösen jetzt gleich mal den Joker ein. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Oh, jetzt haben wir 0 zu schauen. Was ist da los eigentlich? Ich bin enttäuscht, liebe Leute. Bei Frage und Antwort ging das viel besser mit 10 Zuschauern. Okay, wir müssen jetzt mal selber nachdenken. Okay, wir lösen jetzt einfach mal den 50-50 Joker ein. Nein! Morgenstund. Ja. Jawohl! Richtig! So, fortfahren. Das Ganze schaut dann so aus und so einmal zur Info. So, und jetzt. Welche sind die Sprechorgane der Brennesel? Stechorgane, okay. A. Brenn, Sauger. B. Brennstachel. C. Brenn. Akel, Tentakel, Brennhaare. Ja, das ist ganz klar. Die kommt so falsch. Brennhaare. Ja, das ist richtig. Sie wollen wir verschaffen heute noch die 1 Million. Ein bekanntes Kinderlied beginnt mit alle meine Entchen. A. Pferdchen, B. Vögelchen, C. Entchen und die Mäuschen. Wir nehmen das Entchen. Und das Ganze schaut einfach mal so aus. Und jetzt fortfahren. Welches Ereignis in der USA erinnert an das erste Entdeckungsfest der Pilgerväter? A. Halloween, B. Black Friday, C. Thanksgiving Day oder D. Turkey Day? Erntedankfest. Jawohl! Ja, aber was so Frau nicht gleich durchzogen. Also Leute, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Da fragen wir nach, Anna, was man. Sieht man mich noch? Zurück. So, das sieht das wieder aus. Okay. Jetzt kommt das immer wieder. Ich bin jetzt zu enttäuscht, weil ich mein ganzes Leben noch nicht. Bei Frage und Antwort. 10 Zuschauer. Bringen wir das nicht wieder her. Ups, jetzt blöd ins Handy. Verrutschst du dich gleich mal die nächste Frage vor? Wie nennt Nick die Seite in einem Buch? Kuhohr, Eselohr, Schweineohr, Hasenohr, Eselohr. Ja. Es geht um 1000. Wie hätte man? 1000. 1000. Okay. In welcher TV-Serie heißt es? A. Bissel
Bissel. Bissler. Bissler. Was geht immer? Mallorca. Junge, schaust du sowas an? A. Mallorca. Hans. B. Was sagen wir mal? Monaco. Franze. Berliner Rudi. Weiß hier. Okay, in welcher TV-Serie heißt es? Okay, das wissen wir natürlich nicht. Wir nehmen jetzt einfach den Anruf-Joker, würde man sagen. Ja, den Zuschauer. Anruf, okay. Okay. Sollen wir telefonieren? Ja, Aglia am Telefon. Ja, wir haben jetzt die Frage. Ja, die ist so ein Silbenhandy, ja. Oh, okay. Ich denke, die richtige Antwort ist B. Okay, danke, Günther. Tschüss. Okay. Und die richtige Antwort ist B. Ja. Nehmen wir die Antwort B. Kann man dann den auch noch lesen? Ja, kann man, aber wir machen jetzt zwei. Okay, mach mal. Juhu! Hey, wieso? Hey, was ist das? Ich hab abgeschnappt. Oh. Ach so. Okay. In welchem Nachbarland Deutschland musste 2016 die Präsidentenwahl Österreich erst wiederholt und dann verschoben werden? Österreich, Polen, Frankreich oder Schweiz? Ja, klar. Richtig. Wir haben jetzt wie viele Tausende? Es geht um 4000. 2000 haben wir. Wir können natürlich immer wieder abbrechen. Eh klar. Wie bei der echten auch. Jetzt dürfen wir mal fortfahren. Wie lange dauert beim Pro-Boxen eine Runde? Ach du Okay, 3 Minuten, bin ich mir sicher. Echt? Sicher? 1000%ig? Ich schwör. Oh, richtig? Wow, weißt du das schon wieder? Ich habe auf der Wii-Boxen. Oh. Okay, warte, das ist Erklärung, aber schieb. Na, passt. Wogegen richten die Abscheu eines? Was ist überhaupt ein Metastrophen? Keine Ahnung. A. Insekten, B. Menschen, C. Essen, D. Öffentliche Verkehrsmittel. Wir machen einen Joker, oder? Was ist das da? Nix. Ich fehl am Platz. Da. Was mit das Koffer. Und Publikumsjoker. So. Okay. Das startet eigentlich mal sowas. Oh nee. Das ist nicht eindeutig. Sag ich jetzt mal so. A sagen 21%, B 50%, 16% oder D 13%. So, liebe Leute. Es ist jetzt einer von zwei, das immer. Menschen. Ja, okay. Machen wir Menschen. Also das, was das Publikum gesagt hat. Thank you very much. Ja, okay. Haben jetzt schon einige getippt. Also 16.000 geht es jetzt weiter. Ach du Kacke. In Deutschland haben Arbeitnehmer eine gesetzliche Geregelung Anspruch auf wie viel Urlaub im Jahr? Okay. Also 12 Wochen kannst du vergessen. Wieso kannst du Meine Mama hat 3 Wochen und die hat. Ja, aber die. Ja, aber Simon, die arbeitet Teilzeit, oder? Was ist ein Teils? Ja, die Hälfte. Du kannst 50% arbeiten, aber du kannst schon 100% arbeiten. 100% ist zum Beispiel von 7 Uhr weg bis um 6 Uhr abends. Ja, das macht meine Mutter. Ist der ganze Tag? Ja, am Montag und am Donnerstag. Die 3 Wochen. Ja. Was trinkt man sich da zwei nicht? Die Fackel, die Zwappel. Ja. Ah! 4 Wochen. Ein Like, kein Zuschauer. Ein Like von mir. Okay, wir haben jetzt. Oh, wir haben verkackt. Und jetzt machen wir das Battle. Ich gegen Kaisch. Okay. Ich frage jetzt erst den Simon.
3, 2, 1 geht es. Game over. Darf ich bitte das heller lesen? Scheiße, hier wird's Interview. Hey! Sorry. Ich muss das immer zuerst vorlesen. Ganz kurz. Okay, warte, setzen wir uns zum Publikum. Im Standesamt fällt auf, Achtung, der Satz, Sie dürfen die Braut jetzt A. abführen, B. umhauen, C. küssen, D. mit abführen. Sicher? Nein. Was bist du? Sicher. Was ist es? Hä, als ob du bist das Wort. Einmal. Einmal. Sie One Joker für mich, dass sie ihnen den Ommel hilft. Okay, ich löse ihn ein. Hey Gott, dein Gott. Warst du nur wieder bei einer Hochzeit? Du hast hier einen Film angeschaut, oder wie? Welche Waffe wird der Pessimist vorschnell ins Korn? A. Karabiner, B. Pistole, C. Maschinengewehr, D. Flinte. Also über der... Jocke, als ob du jetzt einen Joker... Was bist du? Ja, ihr wisst. Was? Was ist überhaupt ein Pessimist? Ja, als so Mann? Ins Korn, was macht man damit? Also so plötzlich weg. Also du denkst Pistole. Ja, warte, du machst das da bitte, warte noch kurz und warte. Könnt ihr mir bitte sagen, was es ist? Also, welche Waffe wirft der Pessimist vorschnell ins Korn? A. Karabiner, B. Pistole, C. Maschinengewehr oder D. Flinte? Okay, was haben Sie denn? Bitte schreibt in die Kommentare. Hey. Mein Schritt nach. Okay, ich schaue zu. Okay, du mach selber. Pistole. Seid ihr Stück sind? Tut mir leid, ich hab nichts mehr. Hättest du gewiss? Ja. Ah, Simon, nimm mal da. Okay, jetzt machst du mich fragen. Oh. Heaven. Wieso sauen uns da Fenster? Naja, wenn es wieder 100 Aufrufe werden, macht irgendwas. Dann passt es schon. Okay. Okay, hier die Millionen. Wenn man sich schlafen legt, dann haut man sich umgangssprachlich auf welches Körperteil? Nase, Kopf, Hand, Ohr. Kopf. Hey Junge, bist du dumm? Ohr ist es. Kartenmagie. Wir haben beide verkackt. Okay, nochmal ein Battle zwischen ich und ich. Jetzt startet's. Leibliche Eltern bestehen normalerweise aus Vater und Mutter. A, Mutter, B, Tochter, Alter, C, Schwester und D, Oma. Bra. Falsch. Schwester. Okay, Frage 2. In welchem schwedischen Möbelhaus? Ikea. Gut. Oh, nein. Möbelhaus endet für viele Verkäufer der Besuch mit einem Hotdog. Ikea, B, Möbel, links, C. Ding, Ikea. Es gibt nur das. Richtig. Es gibt ja nur schwedische. Also ja, eben. Kann gar nicht sein. Da kannst du Döner essen oder so. Wer mit Orientteppich handelt, der A. verschleudert Inder, B. verjagt Mongolen, C. vertreibt weißt du? Perser, D. vergräbt Chinesen. Du kannst jetzt den Joker für mich nehmen, aber weißt ich kann dir zeigen, ob es was oder nein. Dann war ich der Anrufs-Joker. Ich will anrufen. Nein, warte. Ich plane. Ach ja, am Telefon. Ja, der liebe Simon, der steht jetzt knapp von 400 Euro.
Und der muss jetzt Ihnen eine Frage in 30 Sekunden stellen. Ja, nicht aufgeregt sein. Alles gut? Okay? Ja, das sind wir noch 30 Sekunden zum Holen. Zeit ab jetzt. Wie ist die Frage? Du musst jetzt. Wer mit der im Orientteppich handelt, der betreibt Perser. Richtig. Okay, du hättest jetzt wie in einer echten Medien-Show die Fragen vorlesen müssen. Du hast jetzt irgendetwas tippt, der sitzt. Gut. Seit 1988. Ich muss dir den Namen nennen. Seit 1988 werden die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit dem so langen. Wir machen den Weg A voll, B hell zu oder D frei. Du nicht. Okay, das können wir schon mal abschließen. Er tippt auf C frei. A und D Oh. sind, A und C sind weggegangen, da blieben nur B und D. Er hat es richtig. Als Krennhorn bezeichnet man A. Geweihe. Dinge, C. Zugvögel, B. Blasinstrumente. Ah. Geweihe. Die Nein. Neulinge, ich muss leider eintippen. Wie viel Euro? Und du Ich finde mal da was. ja, Der Akku ist 500 Euro. fast leer, nur so zu deiner Info. Ja. Und es geht schon 17 Minutes. Okay, dann würde ich mal sagen, wir brechen jetzt hier ab. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht. Tschüss.